erzähl mir eine Geschichte. Na gut. Und draußen klopft ein Eisenbahner auf ein Rad mit dem Hammer. Und es ist ein Echo dieses klaren Tones. An der Universität wird es Veränderungen geben. Die Promotionen gehen automatisch an Parteimitglieder. Wenn du nicht vorsichtig bist, wirst du deine Professur los. Lass etwas Zeit verstreichen, Maurice. Hitler ist ein Witz. Er wird nicht bleiben. Bevor wir Sie hergebeten haben, haben wir Sie einer Überprüfung unterzogen. Alles mehr oder weniger in Ordnung. Eine Sache ausgenommen. Sie sind nie der Partei beigetreten. Komm zurück ins Bett. Alle sehen so glücklich aus. Alles, was Leute glücklich macht, kann doch nicht schlecht sein, oder? Wir rekrutieren zurzeit den besseren Typus Mensch, Spezialisten in ihrem Bereich, so wie Sie einer sind. Wir bauen eine neue, einzigartige Weltordnung auf. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wenn ihr alle Juden verhaftet, woher kriegst du deinen jüdischen Käsekuchen? Niemand verhaftet hier irgendwen. Ich bin jetzt Abteilungsleiter. Fantastisch! Es hieß doch keine Beförderung, solange du nicht auch noch, Johann. Sag nicht, dass du deren Meinung bist. Das spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass sie an der Macht sind. Wieso gehst du nicht für 1-2 Jahre ins Ausland, bis sich die Dinge beruhigt haben? Ich bin hier geboren. Ich bin genauso deutsch wie du. Wie kannst du es wagen? Im Moment beschäftigen wir uns mit einem Umsiedlungsprogramm im Osten der Juden. Laut unseren Unterlagen haben sie diesen Mann noch weiter getroffen, auch nachdem ihm Berufsverbot erteilt wurde. Ausreisepapiere. Du setzt alles, was wir haben, für ihn aufs Spiel. Dass es so weit kommen würde, hätte ich nie gedacht. Johann, ich bitte dich. Ich flehe dich an. Du nicht auch noch, Johann. Thank you.